Hallo Leute und allerherzlichst willkommen zurück auf meinem Kanal. Das hier wird ein Make-up-Tutorial mit meiner neuen Palette. Das ist tatsächlich das allererste Make-up-Tutorial, was ich drehe. Und es passiert hier gerade mega spontan, weil ich einfach Bock habe, gerade mich mit dieser Palette zu schminken. Obwohl heute ein verregneter, blöder, doofer Tag ist in einer Zeit des Monats, die kein Mädchen und Frau auf dieser Welt mag. Aber manchmal sehe ich Videos und Make-up als Therapie. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Dann sehen wir hier jetzt ein Tutorial mit meiner Palette. Viel Spaß. Zum Primen habe ich natürlich als allererstes Gesichtspflege aufgetragen, aber ich benutze jetzt noch das hier. Das ist das Capture Youth von Dior. Der Matte Maximizer. Und davon gebe ich ein bisschen auf meine Hand. Oh, das riecht so gut. Und arbeite das so in meine Haut ein. Ich persönlich, bevor ich Make-up auftrage, tupfe das immer nur so auf, weil meine Haut immer sofort reagiert. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt hier an meinem Gesicht rumreibe, dann werdet ihr langsam sehen, wie mein Gesicht immer roter und roter und roter und roter wird, weil meine Haut einfach zu schnell reagiert. Heißt natürlich, dass ich eine relativ gute Durchblutung habe, sieht aber total kacke aus. Okay Leute, vom letzten Bild bis jetzt verging eine Stunde, in der ich versucht habe, irgendwie meine Kamera wieder richtig einzustellen. Irgendwie hing was falsch an der SD-Karte, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist meine Kamera ausgegangen und ich wollte euch eigentlich erzählen, warum ich das hier einklopfe. Habt ihr gesehen, weil es sonst rot wird. Danach habe ich schon in dieser Zeit diese Foundation hier benutzt von Marc Jacobs. Und ich habe euch erzählt, dass ich das mit einem relativ feuchten Beauty Blender auftrage, weil ja, die Foundation wirklich super, super deckend ist und ihr so wenigstens ein kleines bisschen Natürlichkeit bekommt. Jetzt benutze ich den MAC Waterweight Concealer. Den trage ich erst so auf hier. Und dann nehme ich wieder den Beauty Blender und verblende alles. Heute benutze ich mal ein Contouring Stick. Das ist der Hoola Contour Stick von Benefit. Sieht ein bisschen komisch aus, lässt die Lippen aber am Ende ein bisschen voller wirken. Dann nehme ich diesen Urban Decay Pinsel hier. Das ist der F106 und irgendein Fixing Spray, ist relativ egal. Sprühe den leicht an. Sprühe einmal komplett über meinen PC und meinen Spiegel. Und ich mache das hier an der Hand so ein bisschen trockener. Und dann, ja, verblende ich das Ganze mit dem Pinsel. Dann sette ich das Ganze noch ein bisschen mit dem Laura Mercier Powder. Und während das jetzt leicht einzieht, benutze ich jetzt dieses Puder hier. Das benutze ich im Moment sehr, sehr gerne. Ihr kennt ja das Mineralize Powder von MAC von mir schon, das ich es liebe. Aber das hier ist die Farbe Golden Dark. Und damit konturiere ich in letzter Zeit auch mega gerne. Damit sette ich nochmal das, was ich gerade schon mit dem Hoola Stick gemacht habe. Und ja, verstärke es dadurch noch ein bisschen mehr. Und jetzt hiermit gehe ich hier direkt über das Laura Mercier Puder und wische es so weg. Highlighter und Co. kommt wie immer zum Schluss. Als nächstes geht es weiter mit den Augen und dafür benutze ich als allererstes Soft Ochre von MAC. Das ist ein Eyeshadow Primer. Damit kann man auch sehr gut so im Augeninnenwinkel noch ein bisschen was aufhellen. Heute benutze ich diesen Eyebrow Pencil hier von MAC in der Farbe Brunette. Und um das Ganze hier zu säubern, benutze ich am allerliebsten diesen Pinsel hier von meiner Kollektion. Sieht so aus. Damit geht es am allerbesten mit solchen Pinseln, weil man damit wirklich wunderbar präzise einfach nochmal mit dem Concealer oder von mir aus auch mit dem Make-up an der Linie hier entlang gehen kann. Meine Palette sieht leider schon ein bisschen benutzt aus.
oder Gott sei Dank. Ich benutze als allererstes Warm Scent und die Nummer 6 aus meiner Pinselkollektion. Und die Farbe nutze ich erstmal, um so einen groben, eine grobe Übergangsfarbe zu haben. Ich würde wirklich immer nur ein-, zweimal so reindippen und das langsam aufbauen. Dann nehme ich einen etwas kleineren Pinsel, hier die Nummer 8 und die Farbe Blood Moon. Und damit gehe ich jetzt eine Etage tiefer. Ich lasse es übrigens schon so ein bisschen hier außen auslaufen und deute das schon mal nach hier unten hin an. Dann habt ihr hier nachher einen besseren Verlauf. Dann nehme ich einen noch kleineren Pinsel. Der hier ist von Morphe, das ist der M507. Und nehme dann die Farbe Storm. Und mit der Farbe vertiefe ich das Ganze noch mehr. Dann nehme ich den gleichen Pinsel, aber in sauber und benutze nun Heat. Und mit der Farbe gehe ich jetzt ganz leicht am äußersten Rand entlang, um das damit zu verblenden. So, die andere Seite habe ich jetzt auch fertig gemacht und als nächstes kommt die Cut Crease. Die Cut Crease wird auch nicht ganz vollzogen, sondern nur etwas bis über die Mitte. Die nächste Farbe wird sein... Also ich überlege gerade, entweder Venus zu nehmen oder Diva. Und ja, die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Ich nehme Diva. Ja, ich nehme jetzt die Farbe Diva. Und dazu benutze ich übrigens auch die Nummer 9. Ich weiß, davon hat man dann natürlich nicht 4 Stück zu Hause, aber nehmt einfach... ja, ein Pinsel, der auch ungefähr so eher was schmaler ist, weil damit könnt ihr dann nämlich ein bisschen präziser dann genau an der Cut Crease entlang. Die Farbe trage ich ungefähr bis hierhin auf und danach Green Smoke und lasse das jetzt so hier nach hinten auslaufen. Zwischendurch gehe ich nochmal in Diva und gehe hier einmal drüber. Nur damit es so ein bisschen besser verläuft. So, und ihr seht, dann verschmelzen die Farben wirklich richtig gut ineinander. Jetzt nehme ich wieder die Farbe Storm und werde damit als allererstes hinten ansetzen und das ein bisschen verdunkeln. Ich fange nicht direkt mit Schwarz an, weil ich finde, dass sich das dann einfach nicht mehr so gut ineinander verblenden lässt. Ich bin hier nur ein einziges Mal mit dem Pinsel rein und jetzt benutze ich erst die Farbe Schwarz und gehe auch wirklich nur einmal kurz rein. So, und jetzt tupfe ich das hier am Rand auf. Dann nehme ich nochmal Warm Sand und den gleichen kleinen Pinsel. Ich mache den dann vorher immer sauber. Ich benutze nicht jedes Mal immer einen neuen Pinsel. Gehe am unteren Wimpernkranz entlang. Dann nehme ich wieder Blood Moon und gehe ebenfalls am unteren Wimpernkranz entlang. Und dann nehme ich so einen schmalen, abgeschrägten Pinsel. Der hier ist zum Beispiel von MAC, das ist der 208er. Und dann gehe ich nochmal in Nox und gehe nur am unteren Wimpernkranz entlang. Und zu guter Letzt benutze ich einen dunkelgrünen Kajal, weil ich finde, dass das hier ganz gut zupasst. Das ist der Cool Kajal von Max Factor in der Farbe Oliv. Ist auch nicht so als grün jetzt sofort ersichtlich, dunkelt das einfach nur ab, aber nicht so krass wie jetzt ein schwarzer. Und das kommt auch auf die obere Wasserlinie. Selbstverständlich noch Mascara. Ich benutze jetzt hier von Inglot die aus der Jennifer Lopez Kollektion, gerade übrigens zum ersten Mal. So, weiter geht's im Text und zwar mit Blush, selbstverständlich. Und selbstverständlich benutze ich jetzt auch die Farbe Love aus meiner Palette.
Und dafür benutze ich die Nummer 3 aus meiner Kollektion. Benutze ich auch manchmal für Highlighter, wenn ich was Großflächigeres haben will oder zum Konturieren. Und nur zum Verständnis, ich lege den hier nur auf. Und ihr seht, da ist jetzt nicht viel dran, aber das reicht schon für den Anfang. Was heißt für den Anfang? Es reicht schon vollkommen. Ich lege das immer nur zweimal rein. So. Kommen wir zu dem Part, auf den wir alle gewartet haben. Und zwar Highlighter. Pinsel ist die Nummer 4 aus meiner Pinselkollektion. Ich gehe ein bisschen rein. Wirklich, also ich benutze echt wenig. Ich tupfe das echt nur ein paar Mal rein. Ihr seht es nicht mal hier drauf. Ihr wisst, ich mag Highlighter, aber einfach nicht too much. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Das Krasse ist, bei mir sieht man Highlighter von vorne nie, weil ich so ein schmales Gesicht habe. Ich muss immer so machen. Hi. Ist übrigens einfach ein bisschen heller als goldiger. Also für die Leute, die immer meinten oder dachten, ich kann goldiger vielleicht nur benutzen, wenn ich gebräunt bin oder so. Obwohl ich den eigentlich auch immer benutzt hatte, als ich nicht gebräunt war. Aber ist ja immer Geschmackssache. Der hier schimmert einfach ein bisschen heller. Dann nehme ich meinen Finger. Gebe das nur auf meine Nasenspitze. Mal verteilen. Okay, stoppt mich bitte einer. Ich kann nicht mehr aufhören. Dann benutze ich noch einen Pencilbrush und gebe den Highlighter auch noch in den Augeninnenwinkel. Ich liebe es. Gut, kommen wir zum Lippenstift. Lippenstift, was könnte ich für einen Lippenstift benutzen? Moment. Vielleicht den? Den habe ich noch nie benutzt. Please me? Nee. Okay, Leute, ich komme jetzt übelst aus mir raus und werde Rhyl benutzen. Ist sowieso im Moment einer meiner Lieblinge. Ich benutze ihn zweimal nur ungefähr so wenig. Aber da mache ich es halt jetzt ein bisschen mehr. Extra für euch. So, das ist sogar schon der fertige Look. Mögt ihr ihn? Mögt ihr ihn oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich liebe es. Dieser Farbübergang funktioniert sehr, sehr gut mit der Palette, muss ich sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, da einen Übergang und die so ineinander zu verblenden. Manchmal habe ich damit so ein paar Probleme gehabt, aber mit der Palette, also mit den schimmernden Farben, funktioniert es wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, sehr, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr könnt es gut zu Hause nachschminken. Natürlich befindet sich der Link zu meiner Palette in der Infobox. Ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr mich unterstützt. Falls es euch gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder abonniert meinen Kanal oder beides. Und jetzt wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bis zu meinem nächsten Video. Mua! Tschüss!